Die TV-News im Gala-Ticker, die Ex-Bachelor-Gewinnerin Christina erwartet Baby Nummer 2++. Andreas Cavalier flüchtete bei der großen ZDF-Spendengala von der Bühne ++. Bachelorette-Sieger Raphael Fasching macht sein Liebesglück offiziell. TV-News des Tages im Gala-Ticker, 5. Dezember 2021. Ex-Bachelor-Gewinnerin Christina freut sich auf ihr zweites Kind. Im vergangenen Jahr brachte sie ihr erstes Kind auf die Welt. Nun freut sie sich auf Baby Nummer 2. Überglücklich gibt Christina Janzen auf Instagram ihre zweite Schwangerschaft bekannt. Zu einem Foto, auf dem sie zärtlich ihren wachsenden Babybauch festhält, setzt die einstige Bachelor-Gewinnerin unter anderem die Hashtags MomofTwo, Z, deutscher Zweifachmama, und MomofTwoBoys, Z, deutsche, Mama von zwei Jungs. Damit verrät Janzen ihren Fans fast nebenbei, dass sie erneut einen Sohn bekommt. Aktuell befindet sie sich in der 34. Schwangerschaftswoche, wie einem weiteren Hashtag zu entnehmen zu ist. 3. Dezember 2021. Andreas Cavalier erlaubt sich bei der ZDF-Spendengala einen peinlichen Fauxpas. Dieser Auftritt von Schlagerstar Andreas Cavalier, 37, bei der großen Spendengala Die schönsten Weihnachtshits mit Moderatorin Carmen Nebel, 65, war offensichtlich anders geplant. Am Mittwoch 1. Dezember 2021. Briefen prominente Gäste zur jährlichen Spendenaktion für die Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Miserior auf. Cavalier wurden an diesem Abend gleich zwei Ehren zuteil. Der Musiker durfte die Show nicht nur eröffnen, sondern auch abschließen. Doch direkt zu Beginn unterlief ihm ein unangenehmer Fehler, nachdem der 37-Jährige seine Version des Weihnachtsklassikers Winter Wonderland zum Besten gab, kündigte er Carmen Nebel an und verließ plötzlich die Bühne. Die Moderatorin reagierte überrascht, wo ist er denn hin, fragte sie amüsiert ins Publikum. Cavalier erkannte seinen Fauxpas und kam leicht beschämt zurück. Wie peinlich, gab der Sänger zu. Moderatorin und ZuschauerInnen nahmen diesen kleinen Fehltritt allerdings mit Humor. Seinen Aussetzer machte der Österreicher über den Abend wieder wett, mit zwei weiteren Songs begeisterte der Musiker auf der Bühne.